Gehen wir hier runter. Wo so schön fett die Sonne hier ist. Das ist schon richtig cool. Das ist ja auch ein Riesenplanet unter dem Planeten. Sieht irgendwie so aus. Das ist schon cool. Natürlich geht er da rein. Perfekt. Das war jetzt nicht geplant. Bitte gehen Sie, mein Herr, Frau. Dann gehen Sie bitte nicht ins Synthese-Lab. Please don't. Da wollten wir jetzt rein. Können Sie bitte gehen? Ich weiß gar nicht, wo Sie sind, mein Herr. Ich sehe Sie nicht. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Oh. Hey, wo sind Sie denn? Hä? Was war das hier gerade? Er hat da oben seine Kreise gedreht. Heißt das, er ist jetzt wieder in Schächte, ne? Ja, ganz mal, wir gehen mal rein. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Warte. Machen wir sofort. Machen wir sofort. Ich will nur kurz noch, das ist mein Point of Interest gerade. Und dann können wir nämlich da raus, dass ich solche Sachen immer nicht gleich checke, ne? Egal. Und dann können wir nämlich da rausgehen, wo der Pfeil gerade hin zeigt, praktischerweise. Und können da oben nicht entkommen, wie wir wissen. Okay, der ist hier gerade noch. Irgendwo, oh, da war er. Gut, ich nutze für die Gunst der Stunde und trinke mal einen Schluck. Lecker. Okay. Perfekt. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig. Dann können wir jetzt auch weiter. Da können wir es nämlich raus. Dann haben wir es einmal abgespeichert. Perfekt. Dann müssen wir es nämlich nicht nochmal aktivieren. Weil ich habe so das Gefühl, wir werden noch ein paar Mal drauf gehen. Mann, er ist so unsympathisch. Jetzt kann man das nochmal wenigstens ohne Störung gerade sehen. Hoffe ich. Oh, sieht gut aus. Super. Alter, das ist so ein Arsch. Vielleicht torkeln wir auch gerade nur rum. Das ist auch nur gerade bei uns einfach, dass wir jetzt gerade torkeln, weil wir natürlich gerade runtergefallen sind und jetzt erstmal irgendwie die Schwerkraft wieder eingeschalten wurde. Was mich jetzt interessieren würde, war er auch davon betroffen? Tom? Soll einfach heißen, ist er dann auch gerade durch die Luft geflogen irgendwo? Wo er war? Wo sind wir denn jetzt? Was? Okay. Genau hier lang. Und da lang. So, jetzt sind wir im Prinzip da, wo wir hinten sind wir noch nicht. Wir müssen da hinten ganz an die andere ans andere Ende. Perfekt. Ah. Wir könnten jetzt nochmal speichern, ne, eigentlich. Machen wir jetzt nicht. Komm, das ist, wir müssen jetzt auch nicht jedes Mal speichern. Das ist jetzt, es ist halt wirklich jetzt gerade nicht so weltbewegendes passiert, dass wir speichern müssen. So. So. Das können wir eh nicht aufnehmen. Da müssen wir hin. So.
zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanankündigung. Das ist der Plan. Es ist kümmerlich hier draußen. Ob es jetzt was bringt, was von unseren Sachen zu verwenden? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß halt nicht, was das da hinten für ein Mechanismus ist. Ich weiß auch nie, wo Tom ist. Verdammt nochmal. Ich sehe ihn halt nicht, ne? Okay, warte. Ich glaube, das ist die Chance. Wir müssen den jetzt halt irgendwo hinlocken. Oh ne, fuck, jetzt hat er uns gesehen. Shit, jetzt bin ich zu weit rechts gewesen. Ach, Mist. Okay, das ist natürlich Mist. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal zum Ausgang. Vielleicht... Nein, ich speichere aber nicht nochmal. Das ist halt wirklich... Das muss halt echt nicht sein. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Was war gerade? War er gerade? Weil wir müssen ja hier nur kurz rechts rein. Wir müssen es halt nur irgendwie zu der zu dem... Wie ist das? Zu der Notfallschleuse müssen wir es einfach nur schaffen. Irgendwie. Also das hat ihn jetzt auch wieder nicht abgelenkt. Er war zwar da, aber an einer ganz anderen Seite. Ich wollte ihn eigentlich weglocken, damit wir da ran können. Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Da ist er hinten irgendwo. Denn? Ich sehe nicht. Ist er jetzt weg? Hä? Ach, der ist da gerade. Ach so. Ich bewege mich nicht. Bitte verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Was noch mal? Okay, wo ist er denn jetzt? Ich höre es euch gar nicht mehr. Das ist halt echt schwerer Part. Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Weil ich ihn halt auch nicht höre, ne? Der ist hier halt echt leise irgendwie. Keine Ahnung, why auf einmal. Hat richtig leise. So fies einfach. Das ist einfach nur fies. Der blöde Typ, ey. Der blöde Typ. Ah Gott, ey. Und bam. Einmal wieder runter. Mal lieber klein. Ich hatte, die Sitze hier ist eigentlich auch so cool. Ich frage mich, was die für eine Aufgabe haben. Also für eine Funktion. Diese Sitze. Bis hierhin war ja eigentlich ganz easy. Danach taucht Tom jetzt gleich auf. So. Dann gehe ich. Hier einfach mal runter. Der muss hier irgendwo sein. Ich sehe den halt noch nicht. Das ist halt echt schwierig. Können wir hier in irgendeine Schleuse einfach rein? War der da? Wir können ihn halt so ein bisschen so nicht. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanankündigung. Bitte gehen Sie mal her. Jetzt schon wieder. Ich sehe ihn einfach nie, ne? Ja, schon wieder in der Luftschleuse. Bitte. Thank you.
rein, bitte. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Hä? Mussten wir noch was anderes machen? Ich dachte, wir können da jetzt rein. Oder müssen wir dann erstmal weg, weil er erstmal da hingeht und dann... Vielleicht müssen wir den auch erst weglocken. Ach, Menno. Okay. Verdammt, wir waren aber sehr nah dran jetzt. Ich wusste jetzt halt gerade noch nicht, was wir machen müssen. Verhalten Sie sich ruhig und gehen Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Da haben wir erstmal wieder Tom. Hallihallo-Löchen. Da ist er wieder. Oder sie. Oder Ex. Okay, der muss da mal weg, dass wir da rein können, damit wir da die nächste Ebene. Achtung, weiter geht's. Bitte verhalten Sie sich schon. Ja, ja. Das tut ihm 100 Pro gar nicht leid. Wir waren ihm doch garantiert ein Dorn im Auge. Ich weiß es genau. So der Typ. Wir schweben erstmal wieder schön durch die Luft, weil es so viel Spaß macht. Das ist bestimmt wirklich ziemlich cool eigentlich, wenn du nicht gerade in so einer Situation bist. Aber bestimmt wirklich ziemlich cool, durch die Luft zu schweben, zu fliegen, so schwerelos zu sein. Bestimmt ulkig. So. Ja, das ist ein verdammter... Sie hat's gesagt. Erstmal wieder nach hinten. Okay, wir müssen das Ding also anschalten, dann verstecken wir es erstmal direkt irgendwie. Ist wahrscheinlich eine gute Idee. Warte, ich gehe mal direkt durch. Scheiße. Nur weil sie das sagt, ist auf jeden Fall Tom direkt da. Also wir können bis hierhin wirklich hinlaufen. Hätten wir tatsächlich wahrscheinlich nochmal speichern können. Aber wie gesagt, macht irgendwie wenig Sinn. Weil dazwischen jetzt einfach wirklich nichts passiert. Okay, er ist irgendwie gerade da. Jetzt. Gut, wenn wir so deutlich hören können, ist er gerade draußen. Oh, da ist er. Steck uns mal kurz ein bisschen. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanankündigung. Da. So, warte mal. Lageplan. Wir haben da hinten so eine Schleuse, wo wir runter können. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Button betätigen. Und dann müssen wir in diese Luftschleuse da unten erstmal rein. Ich habe das Gefühl, dass wir da tatsächlich einigermaßen safe sind. Und dann müssen wir... Warte, warte. Wo ist er denn? Oh, da. Da wäre ich jetzt beinahe hingerannt. Aber wir sind näher an den Dingen schon mal dran. Warte, warte. Okay, schon wieder runter. Der rennt mir hier zu jeder drin. Da können wir das gerade andrücken. Unsere Zeit wird kommen. Sie wird kommen. Ich weiß genau. Okay, okay. Bitte begeben Sie drücken, dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, uns da drin zu verschanzen erstmal. Da müssen wir nur woanders was rausschmeißen. Also probieren. Ich würde sagen. Probieren es dann nochmal. Dass wir irgendwo einen Geräuschmacher hinschmeißen. Damit wir da rein können. Außerdem kann ich in den Luftschacht und dann erstmal nachgucken, was jetzt eigentlich unsere nächste Mission sein soll. Ja, das ist doch der Plan. Wir müssen aber erstmal, wir haben leider ein kleines Problem. Lady. Hey, ist hier irgendwo. Aber nicht hier draußen, der ist wahrscheinlich im Raum gerade drin. Das ist dieser Analyseraum da.
Man sieht den halt echt schlecht hin, ne? Ist gerade nicht ganz so cool. Bitte begeben Sie sich zur nächstgelegenen Luftschleuse und warten Sie auf die Notfallplanankündigung. Da ist er noch. Der geht halt erstmal rum. Ist er jetzt wieder in den Dingens? Oh, der kommt aber ständig wieder raus, ne? Ist das rein, oder? Das kommt rein. Wir müssen das jetzt riskieren, gerade mal. Rein da. Wenn wir hier nämlich beobachten, können wir die irgendwo sehen? Perfekt, da können wir sie sehen. Jetzt geht er nämlich wahrscheinlich erstmal dahin. So, warte. Warten Sie, bis der Druckausgleich... Ach so, na klar, Druckausgleich, deswegen kommt man nicht direkt rein, natürlich. Dann geht er natürlich auch erstmal hin, ist ja klar. Ich bin schon froh, dass uns der Android nicht angegriffen hat. Wäre noch schöner. So. Der ist ja gerade tatsächlich, ne? Wir müssen den irgendwann... Gehen sich durch die Schleuse. Ja, das müssen wir tun, das ist richtig. Aber... Dafür müssen wir erstmal Tom weglocken. Oder er geht freiwillig. Ich geh mal da woanders hin. Wir müssen den irgendwo hinlocken. Was ist denn hier? Bin ich ja hoch. Ich wollte schon sagen. In die andere Richtung werfen. Ich würde mich eigentlich nur ungern hier runterstellen, weil wir sind hier eigentlich sichtbar. So, warten wir. Quatsch. Geräusch, oder? Hat er den Androiden weggehauen? Oh, cool, da schließt sich eine Mission ab. Perfekt. Ja, mach zu! Ja, perfekt, geil. Okay, wir sind raus. Alter, ein Glück. Und jetzt? Oh Gott. Anziehen! Oh Gott, oh nein! Die Zeit, ey, schlimm. Oh, Wir haben es irgendwie geschafft. Oh. Oh, ey, die hat es echt geschafft, sich da reinzuretten. Krass. Also daran zumindest erstmal. Das war bestimmt nicht einfach. Und zu. Let's go. Alter, die Arme, ey. Krass. Aber sie hat es geschafft. Das war bestimmt ein übelster Kampf gerade, darüber zu kommen. Wow. Alter. Ist das Alien? Das Alien ist weg, ne? Wir haben das Alien einfach ausgesperrt jetzt. Das ist einfach weg. Wir sind ja wieder zurück auf der eigentlichen Station. Und der ist ja jetzt noch bei den Laboren. Da kann er gern bleiben. Da kann er gern bleiben. Ich glaube nicht, dass er durchs All schweben kann. So.
Perfekt. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Ripley, sind Sie das? Ja, Waits. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert. Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Ach Gott. Alter, ja, aber echt mal, das ist voll der Arsch. Er hätte ja wenigstens irgendwie einweihen können, so nach dem Motto, dass er das abkoppeln wird und sie muss sich dann halt einfach da rausretten. Oder so. Also sie wenigstens vorwarnen oder so, das ist ja trotzdem arschlos gewesen. Aber wenigstens vorwarnen, you know. Das war ja richtig ätzend von dem. Der Typ, ey, echt, ey. Schlimm. So. Wir sind jedenfalls wieder zurück auf der Station, voll geil. Und er ist weg. Tom ist weg, he's gone. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich mal richtig in Ruhe in der Station umsehen, oder? So, nehmen Sie den Aufzug zu Solomons Galerie. Das machen wir bestimmt, aber ich würde sagen, dass wir machen das ein bisschen, wir gucken uns erstmal generell hier um, oder? Ist doch gerade voll die geile Idee, dass wir das jetzt mal machen können. Weil wir haben jetzt, wir können es jetzt halt machen. Wir haben jetzt auch haufenweise Zeug dafür. Voll gut. Ist doch voll geil. Wir können jetzt halt die ganzen Türen hier alle aufmachen, wo wir vorher halt nicht rein konnten. Voll gut. Wir können halt natürlich eigentlich auch nicht wirklich was machen, weil, also aufnehmen, weil wir haben ja eigentlich genug Krempel. Aber eventuell können wir ja schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Karten oder so finden. Oh, was denn hier Schönes? Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Einfach nur ein kleiner Raum. Süß. Aber zum Einsammeln ist hier auch nichts. Da müssen wir uns erstmal nicht, gebückt gehen. Wie geil. Wir können einfach erstmal normal hier langlaufen. Was ist das denn für eine, für ein Paradies? So, naja. Eher nicht. Aber gut, wir schauen uns um. Dann Leuchtfackel, die können wir auch nicht aufnehmen. Revolver Muni können wir aber aufnehmen. Perfekt. Die nehmen wir mit. Also wir können immer noch ein bisschen was aufnehmen. So, mehr war hier tatsächlich gar nicht drin. Okay. Hä? Okay, wir konnten also ein bisschen Krempel hier aufsammeln. Ach, na gut. Okay. Oh, herrlich. Mal kein Tom. Das ist ja krass. Das ist ja richtig krass. So, aber speichern will ich auf jeden Fall auch mal. Ist ja irgendwo in der Nähe ein Speicherpunkt da unten, wenn wir zur Galerie gehen. Wo ich jetzt aber noch nicht hin will. Eigentlich. Aber egal. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen umgucken. Wir müssen auf jeden Fall hier oben auch noch mal ein bisschen lang. Da findet man bestimmt auch noch was. Mal gucken. Wir schauen mal. Da vorne ist was zu, das können wir öffnen. Oder auch nicht, das war... Können wir was öffnen? Ja, das hier. Hier ist einfach nur... Hier kann man nichts machen. Das ist einfach da. Der Weg ist einfach kaputt. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Was? Wir können hier immer noch nicht rein? Hä? Okay. Das ist so doof, aber da liegt der einer und der hat 100 Pro, hat der irgendwo eine Karte liegen. Der hat auch irgendwas, eine Waffe, die würde ich auch nehmen. Ist doch doof. Hä? Hat der gerade da hinten, hat er da echt einen, ist das ein Totenschädel mit einer Brille auf? Hä? Wie Lul? Okay. Na gut, wir können da noch nicht rein. Schade. Och, Manu, es gibt noch eine Verbesserung. So, gut. Können wir hier irgendwo irgendwie rein? Aber da waren wir, glaube ich, schon drin. Da war jetzt... Ist ja offen. Ja, hier konnten wir schon rein. Hier gibt es also nichts für uns. Na gut. Da ist einfach auch aus. Da kann man einfach auch nicht rein. Na gut, dann hier runter. Achtung! Ab! Honor hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Oh. Danke. Oh. Oh.
Eine Pumpgun, der wurde übrigens fett erledigt. Pumpgun eingesammelt. Nice. Was haben wir jetzt noch? Ich glaube, das war ein. Das war ein Ausweis, oder? Ich würde mal fast sagen. Das könnte Tom gewesen sein. Aber gut. Ich höre immer noch irgendwelche Geräusche, als wenn Tom immer noch da wäre. Bitte nicht. So, jetzt würde ich echt gerne speichern, weil wir jetzt noch eine Pumpgun haben. Voll geil. Ich würde aber. Krass. Ich würde aber trotzdem erstmal bei dem Flammenwerfer bleiben. Okay, da ist Gepäck aus. Ah, Schlüsselkarte. Ach, die haben wir gerade gefunden. Wahrscheinlich. Okay, da müssen wir hin. Vielleicht können wir aber geradeaus rein jetzt. Mit unseren Möglichkeiten. Ja, super. Cool, das machen wir direkt mal. Voll cool. Erstmal ein bisschen umgucken. Oh Gott. Was ist hier? Oh Gott. Ist ja voll dunkel. Kann man hier mal Licht anmachen? Was ist das hier? Ladungspack. Leuchtfackel. Sonst irgendwie nichts Spannendes. Nutzt die Batterie jetzt einfach, sehr egal. Wir finden wahrscheinlich sowieso neue. Das macht also nichts. Also alles cool. Hier auch noch irgendwas. Impfpistole können wir auch nicht aufnehmen. Ist hier auch noch irgendwas. Hier haben wir ein bisschen Muni, die könnten wir aufnehmen. Wir haben einfach alles voll, ne? Schade, ich habe gedacht, wir finden hier vielleicht noch einen Ausweis. Hier ist auch noch was zum Aufnehmen. Naja, aber zumindest wissen wir, dass wir hier ein bisschen was finden können. Als wir das später brauchen. Gut. So, wenn wir hochgehen, haben wir auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Wir könnten. Können wir hier irgendwas machen? Da oben war noch was, wo wir vielleicht mal schauen könnten. Gut. Ist jetzt ein bisschen umgucken. So, das gehört auch mit dazu. So. Immerhin können wir es jetzt gerade mal machen. Ganz in Ruhe. So. Ja, warte, irgendwo. Geht sich irgendwo durch? Doch. Aber ich wohl meinen. So, dann hier lang. Die guten alten Zeiten, wo noch alles einfach war. Wo wir nur lang gesneakt sind, wo ich trotzdem Schiss hatte, dass wir jedes Mal, jeden Moment auf das Viech treffen könnten. Und einfach noch nichts war. So. Da geht's nicht lang, wir können aber hier unten durch. Vielleicht können wir da auch nicht rein. Ich will nur noch nicht rein, aber ich will mich halt auch. Geht das jetzt gerade mal? So. So, hier ist nämlich zum Beispiel schon mal ein Speicherpunkt. Perfekt. Den nutzen wir gleich mal. Perfekt. So. Dann können wir mal rausgehen. Da war der gute Heinz-Ketchup. Da können wir eh nicht rüber, da war ja auch nichts. Aber auf der anderen Seite war doch auch dieser eine Security Room. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Ist zu, hier ist nichts. So. So, probieren wir jetzt erstmal bei dem Security Room. Ob wir da jetzt reinkommen vielleicht? Och man, auch die Verbesserung für den Ionenschneider ist doch doof. Wieso gibt's denn das ein Fehler? Wieso konnte den noch mehr verbessern?
dann geht es da hinten wahrscheinlich auch nicht weiter. Oder? Nee, auch Verbesserung für Jungschneider. Zed, ich glaube, weiter vorne war eigentlich nichts weiter, ne? Da war, glaube ich, nichts weiter, was wir uns irgendwie holen könnten. Dann, ja. Nee, das war da hinten. Da ist nämlich definitiv was drin. Och, Mann. Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Hä? Ich mach mal nochmal lang. Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Das ist, glaube ich, eh da, wo wir rein mussten, ne? Das ist, glaube ich, hier drin, ne? Ja. Konnten wir jetzt zoomen? Wie ging das gerade? Wie habe ich das gerade gemacht? Habe ich gezoomt? Ich weiß es nicht mehr. Doch, hier, ah. Da drin irgendwie, okay. Gut, gucken wir mal gleich. So. Wir haben leider nichts gefunden, weil wir ja, wie gesagt, so gut wie nichts mehr aufnehmen können. So, da müssen wir rein. So, und was ist hier jetzt bitte mit dem Ausrufezeichen? Hä? Hier irgendwas? Ach, da haben das schon angehört? Noch nicht angehört? Lord Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ach, der Typ. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Ja, der Typ ist halt, der ist schon irgendwie ein Schätzchen, oder? Aber naja, seine Sache halt. Ist das jetzt immer noch da? Nee, ist es weg. Okay, dann sind wir wohl irgendwie mal draufgegangen und hatten das noch nicht nochmal angehört. Jetzt haben wir es uns angehört, so. So, gut, dann gehen wir wieder zurück. Ah, ist eine richtig ruhige Sequenz gerade, wow. Ich bin ja beeindruckt. So. So, gut. Dann können wir hier eigentlich oben auch nochmal abspeichern. Macht weitaus mehr Sinn, damit wir den ganzen Weg nicht nochmal rennen müssen. Ich würde ungern über die Leichen laufen. Wow, Hilfe. Oh, es tut mir so leid. Hier war ja irgendwie nichts weiter, ne? Außer der Speicherpunkt war ja eigentlich nichts. Ein paar Zellen waren hier noch gewesen. Aber da konnten wir eh nichts machen. Okay, dann speichern wir hier nochmal ganz kurz. Ach, diese Androiden, ey. Ich vermisse Fritz. Unseren guten alten Fritz, der uns geholfen hat. Leider wahrscheinlich noch nicht ganz wach war und direkt in den Strom gerannt ist. Der arme Fritz. So, dann müssen wir jetzt eh da rein. So. Oh! Bitte bringen Sie uns nicht um! Bitte gehen Sie weg! Ah! Alter, was? Wo kam denn der jetzt her? Scheiße, was? Warum? Wo kam denn die jetzt auf einmal her? Hä? Gehen Sie weg! Lassen Sie uns bitte Ruhe! Wo müssen wir denn hin? Gott. Alter! Na super. Ach scheiße. Warum sind die denn auf einmal hier? Oh.
Alter, hat mich das jetzt erschrocken. Was für Wichser! No! Oh, ich hasse die. Ich will nicht gegen die kämpfen. Die nerven mich. Können die ja schießen. Das können wir probieren. Nein, ich will... Nein, ich will hier, wo die sind. Wir haben sie zumindest abgehangen. Das ist schon mal gut. Wo sind die jetzt hin? Wann kamen die aus den dunklen Räumen? Sag mal. Hier ist auch noch ein Ausrufezeichen. Shit. Ach, ist doch nicht wahr. Die haben mich jetzt erschrocken. Da war hinter uns auch auf einmal auch einer. Uncool. Warte, müssen wir mal raus. Sind die hier noch? Hinten, die sind wirklich noch da. Oh, Alter. Okay, ich mach mal ganz kurz Päuschen. Ich bin dann gleich wieder da. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, die müssen wir killen, ne? An denen kommen wir, glaube ich, so einfach nicht vorbei. Wir könnten versuchen, uns vorbei zu sneaken. Ich meine, gespeichert habe ich jetzt da gerade. Riskanterweise, weil ich nicht wusste, ob die uns noch verfolgen. Aber das heißt, wenn wir draufgehen sollten, dann ist es nicht ganz so wild. Wir können die auch ablenken. Egal, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Ich werde erstmal ganz kurz auf Toilette gehen, Toilettenpäuschen machen. Kannst du ja auch tun. Und wir sehen uns gleich wieder. So, bis gleich. So, da ist die Musik auch schon wieder vorbei und ich bin wieder da. So, da kannst du ja weitergehen. Eieiei. So, also, wir müssen uns an diesen werten Herrn, wo ist der denn? Daher. Da ist er. Irgendwie vorbeischneaken, eventuell. Wir müssen nämlich... Hier direkt rechts rein, da ist es offenbar. Eigentlich würde ich auch noch mal gern da rein, weil da ja offenbar irgendwas ist. Wo ist der zweite? Ist der in der anderen Seite geblieben, der zweite? Was denke ich mit ihm hier? Sind sie tot, mein Herr? Wir konnten Pumpkin-Muni mitnehmen. Was hat der Helms gerade gemacht? Ist der gerade rumgetanzt? Ich würde mich ja echt gerne jetzt leider nochmal vorbeisneaken. Ich weiß nur nicht, ob der andere Typ da ist. Wir können den aber weglocken, ne? Mit so einem Geräuschmacher. Wir hoffen, Sie werden sich uns auf diese Reise anschließen. Was? Ich weiß nicht, was Sie da reden, mein Herr. Gehen Sie noch irgendwo anders lang? Bleiben Sie jetzt da stehen oder gehen Sie weg? Ich glaube, der geht routiniert immer von rechts nach links. Dann können wir jetzt eigentlich gleich, wenn er jetzt da stehen bleibt und da hinguckt, mal hier lang gehen. So, das ist einfach nur ein... Das ist einfach nur ein Fahrstuhl. Das andere dann wahrscheinlich auch, hä? Exit to Station. Wahrscheinlich. Dann bleiben wir mal kurz hier, damit er uns nicht sieht. Ach, ich dachte, das ist... Ach, das sind wahrscheinlich alles Fahrstühle, hm? Ich dachte, das sind irgendwelche Räume, wo man was finden kann. Dies ist eine von Sixen unterstützte Einrichtung. Hallo. Ich bin weg, tschüss. Nein, das will ich nicht. Verschwinden Sie. Ich bin weg. Bitte verfolgen Sie mich nicht. Bitte verfolgen Sie mich nicht. Sonst muss ich meinen Flammenwerfer benutzen. Ach was, der kommt echt mit. Sie sind selbst schuld, mein Herr. Ich werfe mal kurz unsere Taschenlampe So, dann können wir nämlich die Taschenlampenmuni nehmen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Lass mich in Ruhe! Geh weg! 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 Jetzt bin ich an der Reihe. Lauf! Alter. Wo ist er? Ich sehe ihn doch. Das ist er doch. Der geht doch. Ja, ich weiß. Tschüss. Ah! Hilfe! Der soll weggehen! Geh sie mal weg!
Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Sterben Sie! Sterben Sie! Sterben Sie! Sterben Sie! Oh, das war das Falsche! Nein! Nein! Haut sie ab, Mann! Geht sie weg einfach! Geht sie weg! Oh, das ist weg, ey! Alter! Ah, oh, Mann! Oh, Hass! Ich ihn hasse! Das weiß aber beide, so. Ihr habt's verdient! Oh, Alter! Haben dich erschrocken. Ah, die haben uns gar nicht verletzt, ne? Lul. Ich wollte den hier noch aufladen. Oh. Also nachladen. Ah, dann können wir uns jetzt wenigstens in Ruhe umgucken, ey. Oh. Ich werde viermal Pumpgun, cool. Hat die einen 4-Schuss? Können wir die aufladen? Nee, können wir nicht. Das können wir mal kurz nachladen. Können wir nicht aufnehmen. Können wir ein bisschen aufnehmen. So. Hier war auch nichts, ne? Auch nur ein Fahrstuhl, ne? Ja, ich höre doch gerade ständig irgendwas. Ist der Sound gerade im Arsch? Haben wir zu viel Zeug dabei? Ich weiß auch nicht, das ist gerade komisch. So, sollen wir jetzt hier einfach runterfahren oder was? Oder was ist das hier? Hä? Das ist unsere Galerie? Ja, aber was ist denn hier unten mit? Hä? Was? Okay. Ich muss noch mal ganz kurz. Ich speichere mal ganz kurz, weil wir die jetzt gekillt haben. Können wir wahrscheinlich einfach nicht rein. Das ist eigentlich. Ich will nur wissen, was das andere Ausrufezeichen ist. Und dann gehen wir, dann fahren wir halt zu Solomons Galerie. Wo die auf einmal herkam, ey. Ich war noch einmal da. Es war nicht cool. Es war einfach nicht cool. So. Wo ist denn der Ausruf? Das Ausrufezeichen. Ist das auch die hier? Hä? Haben wir das hier alles schon mal angehört? Ich mach's jetzt einfach nur mal an. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Hier überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Danke, dass wir nochmal das, damit wir das hier nochmal suchen müssen. Ach Mensch, ich dachte, mir war so, als hätten wir das. So geht ja gerade nicht. Mir war so, als hätten wir das alles schon mal angehört. Geräuschmacher, können wir einen neuen bauen? Warte. Dann können wir hier nochmal. So. Vielleicht können wir ein bisschen was aufnehmen. Irgendwo lag doch eine ganze Menge. Dachte ich. Aber das war ja nicht hier. Das war ja... Ich weiß wo. Erstmal, hast du vielleicht noch was? Kann man nicht aufnehmen. Ich weiß aber, wo wir das finden können. Und dann speichern wir doch mal ab. In dem einen Raum. Warte. Wo wir... Den wir aufgemacht haben, wo wir eine... Flashlight direkt gebraucht haben, generell. Um was zu sehen. Es tut mir so leid. Ich kann den einfach lassen. Gucken wir mal, was wir davon aufnehmen können. Ja. Perfekt. Dann können wir aber gerade mal gucken. Subkutane Impfpistole bräuchte man nochmal. Die war, glaube ich, auf der anderen Seite, lag, glaube ich, eine rum. Können wir... Oder hier. Nehmen wir die direkt mal mit. Perfekt. Dann sind wir auch wieder voll. Haben wir uns gleich wieder ausgerüstet. Passt. Wunderbar. Dann speichern wir das kurz. Das müsste jetzt wieder gehen. Und dann fahren wir runter. So. Aha, ich glaube, wir haben irgendwie so. Ach, tut mir leid. Ach, schlimm. So. Ihr habt es aber gesehen, es war Notwehr.
bei denen. Es war ganz klar Notwehr. Die haben uns angegriffen zuerst. Haben sie ja wirklich. So. Gespeichert. Und dann können wir jetzt runter zur Galerie fahren. Mal gucken, was uns da erwartet. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Jetzt rennen überall Androiden rum, wa? Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe sie dann im Büro. Okay. Es sind noch ein paar Leichendinge noch rum. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir woanders jetzt runtergefahren, sozusagen? Können wir hier uns ein bisschen umgucken noch, ob wir da was Schönes finden. Hier haben wir auch nochmal eine subkutane Impfpistole bekommen. Hier ist nichts drin, was wir uns mitnehmen können. Vielleicht finden wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Perfekt. Den nutzen wir gleich aus. So. Aber nur er. Läuft hier irgendwo einer rum? Klingt so. Aber es klingt nicht nach Tom. Tom klingt ein bisschen schwerer. So. Können wir leider auch nicht aufnehmen. Warum gucke ich eigentlich noch? Wir können doch schon wieder nichts mehr aufnehmen. Bin doch alles voll. So, wir müssen wohin? Genau? Wir haben gar keine Karte. Oh, gibt es hier... Da gibt es eine Karte. Perfekt. Nehmen wir uns gleich mal mit. Sind wir das, der hier so klingt? Naja. So, cool. Ah, oha. Oh, oh, oh. Da müssen wir hin, okay. Hotel The Bankhaus. Okay. So, Galerie. Unterer Bereich. Haustechnik, Auswahlstation. Das ist wohl jetzt offensichtlich unser nächster Level sozusagen. Wir schauen uns mal in Ruhe um. Oh, die können wir nicht öffnen. Schade. Schade. Gut, schauen wir mal weiter. Aber ich glaube, dass Tom weg ist, macht, glaube ich, nicht allzu viel besser, weil die sind ja alle gone mad, ne? Also von daher. Die Androiden kommen ja auch nicht ganz. Das sind bestimmt böse, hm? Nein. Ihr habt nichts gehört. Hier ist niemand. Hier ist keiner. Hier ist nur jemand, der die Lootkiste looten will, obwohl er es gar nicht braucht. Müssen wir das Ding da hinten mitnehmen? Keine Ahnung. Ich dachte vorher schon, ich hasse es. Bin ich jetzt weg? Sensor. Hey. Oh, runter. Ist keiner. Psst. Ich glaube, ich habe was gehört. Nein. Da steht waschen, da steht, glaube ich, steht da. Alles in Ordnung, Fehlalarm. Ah, nein. Ja, jetzt ist Fehlalarm, hier ist niemand. Ich werde hier nicht verrecken, auf keinen Fall. Okay, das ist deine Sache. Das interessiert mich nicht. Wir folgen ihm. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Okay. Es ist ja nicht mehr da. Alles gut. Glaube ich. Sollen wir den folgen? Oh, jetzt kommen wir da durch.
cool. Dann gehen wir halt so durch, alles klar. Vielen Dank, kleiner Sascha, wahrscheinlich Saubermach-Roboter. Okay, gut, da oben weiter nehme ich mal an. Die Aufladestation. Ach, süß. Hä, die fahren jetzt zum Laden hin. Voll niedlich. Hä, warte mal. Ach nee, da war ja ein Gitter vor. Okay, dann gehen wir erstmal da weiter, wa?